Hey, ja, hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Metro 2033 zur Fortsetzung. Die spielt, wo wir beim letzten Mal das große Ziel erreicht haben, die Polis, und dort das Spiel im Idealfall hätten beenden können. Leider hat die Polis uns die Hilfe verweigert und müssen ja selbst eine Möglichkeit finden, unsere Station zu retten. Und haben dafür auch Unterstützung von Miller erhalten. Wofür wir jetzt an die Oberfläche müssen. Und ja. Beim letzten Mal Enttäuschung für die Spielercharakter, für Artyom. Und Enttäuschung für mich als Spieler auch. Pol ist das große Ziel und dann gibt es nur einen einzigen Raum. Das fand ich schlecht gemacht. Aber ja, so ist das. Jetzt geht es auch wieder besser weiter. Und wir machen auch weiter mit dem nächsten Level. Und spielen jetzt das Level Allee. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert, aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften und ein Rudel Raketen erwecken. Ja, genau da, wo wir jetzt hin wir wollen. Die Station D6 finden, die ja zur geheimnisvollen Metro 2 gehört. Und dort Raketen zünden, damit wir unsere Station irgendwie retten können. Und ja, das versuchen wir jetzt herauszufinden. Und legen los. Natürlich unsere Luft natürlich wieder knapp. Yep. Okay. Wir haben immer eine neue Waffe gekauft. Beim letzten Mal habe ich leider nicht gesehen, dass wir eine Rüstung kaufen können. Hey, die vielleicht eher gekauft. Was haben wir jetzt hier als Ziel? Der Weg zu D6. Finden Sie den geheimen Militärkomplex D6. Allee, treffen Sie sich mit Miller vor der Bibliothek. Okay, so sieht's aus. Wo können wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen in die Richtung, ne? Müssen in die Richtung, gut. Dann gehen wir auch in die Richtung. Aber hier gibt's Pfeile. Für eine Waffe, die wir noch nie gesehen haben. Leider. Eine Gasmaske neue nehme ich auch, wenn es sein muss. Oh, die ist so richtig gut, wa? Der Filter ist so richtig gut. Gut. Okay. Vielleicht soll ich mal die. Was, guck mal, was haben wir hier? Nehmen wir mal die hier. Nein, wir nehmen noch die, ne? Die hat ein bisschen mehr Bums und haben auch mehr Munition für. Die ist super. So. Ja, hier kann ich rüber. Gibt's einen anderen Weg? Oh. Oh, scheiße. Noch einer. Die Waffe ist nicht so übel. Oh. Okay, der landet nicht. Gott. Aber wenn das Vieh auch noch hier rumfliegt, sollte man vielleicht die mal im Gepäck behalten. Damit wir. Das war jetzt eher ein Sprung auf gut Glück, muss ich zugeben. Hab da wirklich nicht drüber nachgedacht. Hier sah so, könnte man hier auch weiter, das meinte ich. Hab's aber geschafft, hier rüber zu kommen. Gut. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Vielleicht geht's auch hier nicht weiter. Ich weiß nicht. Doch. Okay. Oh. Hab mir erwischt, glaube ich. Diesmal habe ich ihn kommen gehört und konnte ihn auch entsprechend behandeln. So, hier.
Habe ich ihn jetzt erwischt, ist natürlich trotzdem die Frage, was er ist trotzdem noch am Leben. Bin auf jeden Fall hier in Sicherheit. Habe ich noch mal einen zweiten, der jetzt auch erwischt, wenn er jetzt tot ist. Dann habe ich auch eine Errungenschaft erreicht. Den vorbeigehen. Gibt ja noch Eis hier, ne? Machen wir mal. Das kommen wir immer hier weiter. Gut. Wo gibt es einen anderen Weg? Ne, ich glaube nicht, vermute ich. Vermute ich nicht. Oh, da auch eine Leiche. Und dann auch mal zu den Leichen hin. Hui. Und noch was für mich? Naja. Okay. Komm jetzt hier hoch. Ach so, da wahrscheinlich, oder? Da komme ich vielleicht hoch. Ja! Das war aber nicht so gut. Das war. Ach, die von hier. Gut. Und dann jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier! Das war jetzt ein kleiner Abstecher, oder wie? Oder jetzt hier alle, auch alle weggeräumt habe, kann ich mir mal gucken, was hier so ist. Hm. Okay, vielleicht ist hier auch gar nichts, kann ja auch sein, aber. Hm. Wie geht doch man da weiter? So. Ja, wir haben eben ein bisschen weggeräumt hier, da. Da sind noch welche. Na, danke schön. Ob die mich jetzt passieren lassen? Ob die mich jetzt passieren lassen, ist die Frage. Ich habe meine Zweifel. Ich biete Frieden an, nochmal. Das ist auch ein Weg. Okay. Er ist nicht an Frieden interessiert. Der auch nicht. Der hätte sich. Der hat nicht so einen Auftritt hingelegt, glaube ich. Die Waffe ist gut. Mhm. Bin gar nicht drin. Hier ist der Kalaschnikow, der normale. Brauchen wir nicht mehr, haben eine bessere. Die bessere ist als die, die wir vorher hatten, weiß ich nicht. Haben wir halt noch nicht probiert, ne, aber. Wir nutzen lieber die gegen diese Viecher. Hinter mir, verdammt, hinter mir! Noch einer! Ist das der, war es derselbe, den wir eben getötet haben? Oder ist das wirklich ein anderer? Wenn wir überhaupt den getötet haben, den wir eben erwischt haben, das ist halt die Frage, ne? Haben wir den überhaupt erwischt? Das weiß ich auch nicht so genau. Ja, yeah, der ist zumindest explodiert, das Teil, aber ob wir damit den erledigt haben? Die Gasmaske wurde bestätigt. Ja, wo denn? Habt ihr gar nicht gesehen? Wie dieselben Schrammen wie vorher auch. Und so ist. Okay. Wo geht's jetzt hier hin? Hier, geht's jetzt hier rüber oder was? Uff. Okay.
Wo sind denn jetzt hier hin? Wir sind hier hin. Bin ich überhaupt hier richtig? Wo bin ich überhaupt hin? In die falsche Richtung, glaube ich. Und jetzt hier gelandet. Ah. Auch nochmal, Kugeln und Munition. So eine Leiche. Hier hat aber nix. Oh. Ja. Okay. Oh ja. Gibt genug Eis in Moskau. Dann bin ich ja hier raus hier. Ja, danke schön. Ich muss ja wohl denselben Weg raus, wie ich reingekommen bin, oder wie? Gut, dann muss ich jetzt hier wohl durchlaufen. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Nicht gut. Die Zeit tickt mal wieder vor sich hin. Nicht gut. Ich frage mich, den ich wirklich erwischt habe. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass immer noch hier. Wobei, es waren ja schon mal. Wir dachten schon mal, es wären zwei da, aber trotzdem einen erlegt, aber der andere weg. Hier ist vielleicht auch wieder zwei. Was? Ach, ich bin da. Ich bin hier angekommen. War was? Coole Sache. Kann ich nur rumgucken. Mal rumgucken noch. Filter, gute Idee. Kann ich auch gebrauchen, wie man sieht. Das Eis müsste ja eigentlich schmilzen, ne, wenn ich in einer Flaggerfeuers bin, aber. Bevor ich da jetzt hingehe zu denen, will ich nochmal gucken, ob ich hier noch was finde. Ich weiß jetzt, ich weiß, unsere Station ist in Gefahr und so, aber. Naja, wenn die Station nicht mal die Zeit hat, aber hier nach Kugeln sucht, dann ist das eh sinnlos. Meiner Meinung nach, ne? Ist ja eh sinnlos, da versuchen jemand zu retten. Wenn wir die Zeit, die wir haben. Also ehrlich. Warum sollten die Gegner plötzlich dann angreifen, wenn wir gerade nach einer Kugel gesucht haben, ha? Nach denen zum Beispiel. Out. Gut, gut, gut. Ja, geht's nicht weiter. Okay. Ist das die Bibliothek hier? Sieht ziemlich kaputt aus. Ach, gucken wir, was wir noch so haben hier. Kriegt man wieder Atemnot. Der Filter ist scheiße, den ich habe, glaube ich. Kann das sein? Okay. Aber ich glaube, wir können hier wohl zu denen da hingehen. Hier gibt es nämlich sonst nichts weiter. Was macht eigentlich unsere Energie? Schon längst alle. Ja, Lampe funktioniert trotzdem. Da finde ich mir diese Schade eigentlich, dass sie dann immer noch geht, da einfach auszugehen, wie beim Nachtsichtgerät. Eigentlich, ja. Müsste ja auch so sein.
Endlich, Artyom. Du bist hier. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. Das ist gut. Schön ins Warme. Ist die Haupt so warm, wenn da seit Jahren keiner mehr war? Gut. Weiter geht's. Gehen wir, Leute. Okay, Rainer. Aber ich glaube, das Gefühl ist ein anderes Level. Tatsächlich ist das ein anderes Level. Deswegen geht's beim nächsten Mal erst in die Bibliothek rein. Jetzt haben wir nur vorher alles aufgeräumt. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß daran. War wieder ein kurzes Level, aber ist ja auch okay manchmal. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an den Kommentar unter die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.